Hallo. Hallo. Andrea hier. Und Dietmar. Von Wir, wir müssen, müssen reden. reden. Du grinst schon wieder. Das ist heute schon wieder ein Thema lustig dran, oder was? <laughs> ja. Es ist kein Spaß hier. Doch. Doch. Total. Und ähm, ja, wir wissen gar nicht so recht, wie wir heute anfangen sollen. Ich hatte vorhin so den Impuls, damit anzufangen zu sagen: Ich weiß ganz gut, was du gerne magst und was du nicht gerne magst. Ähm, egal ob es ums Essen oder Trinken geht oder auch so Angewohnheiten, welche Klamotten du gerne magst, was du an deinem Tagesablauf gerne magst, und das macht es sicher. Mhm. Damit fühlt sich vieles sicher an. Also es ist so. Den anderen zu kennen, meinst du? Ja. Mhm. Also, also, das ist so dieses, was wir ja schon mal hatten, so das Thema Landkarte des Partners zu haben. Das den anderen gut zu kennen, ist so eine der Voraussetzungen für eine gute Beziehung. Komfortzone, ne? Und meinst du? bietet einem auch eine gewisse Komfortzone, genau. Also so dieses, wir wissen, was wir beide gerne mögen, wir wissen, was wir gerne für Filme anschauen, worüber wir lachen oder eben nicht oder uns ärgern. Und damit Und sind, wir, sich, zu, yeah. sind wir schon beim Thema Komfortzone. Genau. Und es fühlt sich ja sicher an. Also wenn du weißt, wie dick das Eis ist unter dir, <laughs> das heißt, was dein Partner mag oder nicht mag, kannst du dich auf diesem Terrain auch sehr, sehr sicher bewegen. Mhm. Ähm, ist das, was wir alle tun als Paare, als als Beziehungsmenschen. Wir bauen uns ja unsere Komfortzone in unserer Beziehung. Genau. Und das Wort Komfortzone passt da ganz gut. Es ist ja so aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo es immer heißt, raus aus deiner Komfortzone, rein ins Leben oder mhm, wie die so. Slogans so alle sind. Mhm. Aber tatsächlich gibt es in, in der Beziehung auch diese Komfortzone, wo wir uns einfach sicher bewegen können und uns sicher fühlen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, den ich total mhm. spannend war, als wir uns vorher drüber unterhalten haben, dass das eigentliche Gefährliche an der Beziehung genau diese Komfortzone ist, weil wenn du dich streitest, wenn du dich reibst aneinander und auch mal rausgehst, also diese Komfortzone ist Entwicklung möglich, Entwicklung als Paar, Veränderung ist möglich. Aber wenn du immer nur in dieser Komfortzone bist, ist es auch so Thema, ähm, da lebendig zu bleiben dabei. Also es das heißt wie geht es dir emotional da, bist du da einfach klar, bist du ruhig und bist du safe, aber es ist auch die Möglichkeit, diese Komfortzone leider sich zurückzuziehen, mhm. also vom anderen, wenn ich alles vom anderen glaube, zu wissen oder nur noch mich auf dem Terrain bewegt und merkt schon meine Stimme und diese Energie, es wird total ruhig und so dieses, ja dann, dann passiert dann nicht mehr viel, das mag erstmal ein Gefühl der Sicherheit geben, aber ganz oft ist es auch der Punkt, wo sich der Partner schon aus so der aus der Versicherung wollte ich sagen, aus der, aus der Partnerschaft rausstehen, ja. ja langsam. Ich habe gerade das Bild dazu, dass es so wie ähm, wenn man auf einem Stück Land immer das Gleiche anbaut, mhm. dann entzieht man dem, dem Boden immer die gleichen Nährstoffe und irgendwann wächst das, was man da eigentlich über Jahre angebaut hat, wächst nicht mehr und so ein bisschen ist es da mhm. auch so. Ich mache immer das Gleiche, aber irgendwann passiert auch nichts mehr und dann passiert auch nichts mehr in der, in der Beziehung, es darf nicht mehr wachsen und wenn wir uns überlegen, wie wir heutzutage Beziehungen leben, wie lange wir leben und damit in der Beziehung leben könnten, wenn wir mm. ein und die gleiche Beziehung von sagen wir mal Mitte 20 bis ans Ende unseres Lebens führen, wenn wir da immer alles gleich machen, obwohl wir uns Menschen als Menschen auch weiterentwickeln und verändern. Ja, ja, natürlich und ähm, dann kann das tatsächlich den Tod für eine Beziehung bedeuten, wenn ich mich nicht aus dieser Komfortzone rausbewege. Also sprich so eine Komfortzone, äh, Komfortzone bietet mir nicht nur Sicherheit, sondern diese Sicherheit kann sehr trügerisch sein mm. und sie engt mich auch ganz massiv oder uns als Beziehung ganz massiv ein. Und deswegen gilt es auch in der Beziehung raus, aus der Komfortzone. Und für ihn ein bisschen auszuholen, warum ich denn dieses, diese Komfortzone habe, ist natürlich auch ganz oft und vieles Ego da, mm. was dir natürlich sagt, oh, 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 beweg dich bitte nicht außerhalb, das ist gefährlich, gefährlich, ja da geht es nicht gut, also auch da ein bisschen drauf zu achten, welcher Anteil von dir möchte denn diese Komfortzone so ruhig und so still wie möglich, ja, damit alles safe ist, aber es ähm, ist keine große Weisheit, das jetzt rauszubussern, aber das Leben ist nicht safe, das Leben ist überhaupt nicht sicher. Endet immer tödlich, war das zum Beispiel. Das zu, ne? Und es geht darum, je mehr du dich halt darauf einlässt, zu sagen, ja, ich, ich habe diese, wir brauchen auch, es geht nicht darum, das, das, das die ganz weg zu tun, sondern zu sagen, die darf ja da sein, aber es geht immer wieder darum, dass du drauf schaust, wie groß ist die, was ist Inhalt dieser Komfortzone und eben aber auch zu sagen, was muss sie denn tun, um die zu verlassen. Also da ein, Verlassen ist nicht, aber ein Schritt rauszugehen aus dieser Zone. Ja, vor allen Dingen, weil wenn ich mal rausgehe, ich weiß ja, ich kann immer wieder zurück. Also ich kann ja wieder diesen Schritt wir ja mhm. haben ja dieses sichere Terrain und da kann ich ja immer wieder ein Stückchen reingehen. Also ich brauche mhm. das Verlassen, um wieder das Verlassen der Komfortzone, um zu spüren, ich kann auch wieder Dahin zurückgehen. Deswegen ist sie wichtig. Und dann Verlassen diese. ich weiß nicht, ob du jetzt dir vorgreift ob du das gerade sagen wolltest, aber das Verlassen dieser Komfortzone, übrigens, wenn jetzt jemand Bullshit-Striche äh, schreibt zum Thema Komfortzone, Nochmal das Wort immer, Komfortzone komm, gucken wir mal, <laughs> also falls es jemand mitzählen will, äh, sei damit herzlich eingeladen. Ähm, aber diese Zone zu verlassen, ähm, kann man tun, indem man sich verletzlich zeigt. Man sagt, zum Beispiel wie es mir gerade geht, was passiert da gerade bei mir und zu gucken, wie wie es mir da damit, also so ein bisschen meine Geschichte erzählen mhm. und wie nehmen dann Partner das auch wirklich auf und da passiert wieder Wachstum, das ist, da ist wieder Reibung drin und sich auf den anderen einzulassen auf dieses dünne also auf diese Erweiterung dieser Zone. Ja, also verletzlich zeigen ist so so gerade diese Situation, gerade wenn ich mich nicht sicher fühle in der Beziehung. Also ich habe vorhin so ein schönes Beispiel gelesen dazu, dieses, ich möchte dich verführen, ich möchte gern Sex mit dir haben, und du sagst, nee, heute nicht. Und mich dann rauszubewegen, also ist so der, das erste Mal rausbewegen, mm. so ich traue mich mal, und das zweite Mal abgelehnt zu werden und sich dann weiter zu Also dann damit umzugehen und sich dann zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und dem anderen dann hm. zu erzählen, wie geht's mir gerade damit, gar nicht zu sagen, du Blödmann, sondern mir geht's gerade so und so. Und ich habe vorhin du was schönes, so, ja, ja. so ein bisschen diese Geschichte zu erzählen. Ja, da war ich noch nicht ganz. Okay. Ich war noch äh, dabei. Ähm, dieses letztendlich suchen wir in Beziehungen immer ein, ein Gegenpart der uns liebt, obwohl wir unvollkommen sind. Okay. Weil wir uns selber ja immer unsicher sind mit uns. Also ich kenne niemanden, der so selbstsicher ist, dass er sagt, alles an mm. mir ist super toll. Und jeder Mensch hat so eine Unsicherheit und wir suchen aber immer nach jemanden, der uns trotzdem in Anführungszeichen genau so genauso nimmt und liebt mhm. mit in unserer Unvollkommenheit. Aber wenn wir uns nicht raustrauen und wenn wir diese Unvollkommenheiten, unsere Macken nicht zeigen unserem Partner... Wie soll er denn dann die Chance bekommen, dass uns, sich was wirklich, dass er, ja, uns zu zeigen, dass mhm. er uns trotz mhm. unserer Macken liebt? Das heißt also, wenn ich dann immer zumache und wenn ich gar nichts sage und mich dann zurücknehme oder dann still bin, mich wieder zurückziehe in meine Komfortzone und dann ins Schweigen verfalle, dann ist es so ja, eine ganz große Gefahr, dass uns diese Komfortzone. Der schleichende Tod. Der schleichende Tod, genau. Ähm, und zum Thema Verletzlichkeit war auch noch ein wunderschönes Zitat da. Bevor wir zu dieser, der, auch der Mensch, der dieses Zitat geschrieben hat, hat auch das, die, die, die Lösungsidee, die du gerade schon angesprochen hast, äh, geprägt, die uns sehr gut gefällt. Verletzlichkeit ist das Letzte, was wir dem anderen zeigen wollen, aber das Erste, nachdem wir beim anderen Ausschau halten. Und genau das tun wir zum Beispiel im Streit. Mhm. Wenn, wir, wenn wir miteinander streiten, suchen wir beim anderen die weiche, die offene Stelle, durch die wir vielleicht doch wieder das den Zugang finden. Der ist doch nicht finden, so hart. Der ist doch nicht so hart mhm. und wenn ich das sage, vielleicht wird er wieder weich, vielleicht versteht er mich dann wieder. Und wir haben eine sehr schöne, ähm, ja eine schöne Anregung gefunden, wie man diese Verletzlichkeit zeigen kann. Und jetzt darfst du es erzählen. <laughs> erzählen. Na, jetzt muss ich es ja ummünzen. Okay. Ähm, also ich hätte die Andrea verführen wollen und äh, Lust auf Sex gehabt und die Andrea sagt zu mir... Ähm, nee, ist gerade nicht, mir ist nicht danach, mein Körper möchte nicht, wie auch immer. Also lehnt mich ab. Und dann Nein, ist ich lehne dich nicht ab. <laughs> es ist ja hypothetisch. Ja, ganz ähm, hypothetisch. Aber es geht darum, zu sagen, was, wenn das, also nur als Geschichte, wenn mhm. du sowas hast, geht dann, um das nachzuvollziehen. Geht es darum, okay, dass ist passiert. Und es geht darum, natürlich sein ein, ein Anteil, Ego-Anteil, dass er sagt, guck, ich wusste doch, ne, du bist nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht sexy, blass und mhm. ich, nicht männlich genug und zieh sie dich liebt bis, dich gar zieh nicht dich, mehr. Ja, sie liebt dich sowieso nicht mehr als hat einen anderen. Also das Ego kann da schon noch mal richtig reinkotzen mhm. an der Stelle, wenn du sagst, Moment mal, Ego zur Seite und nochmal mal deine Komfortzone wahrnehmen und nicht zu sagen, ich bleibe in der, ich zieh mich zurück, sondern dich wieder zu öffnen vor dem Partner und dann zu sagen, pass mal auf, natürlich nicht, pass mal auf, aber ähm, <laughs> so dieses <laughs> jetzt pass mal, pass mal auf. auf, nein, so dieses wie geht's? Also ich würde dann einfach erzählen zu so sagen ich, ich wollte mich öffnen im Sinne von, ich hätte Lust gehabt auf dich. Ich, ich war für mich so da, das hätte mich gefreut, wenn, wenn eine Reaktion gekommen wäre, die mich nicht abgelehnt hätte. Und da passiert viel mit in mir. Ich fühle mich verletzlich damit, wenn ich nicht angenommen werde, so wie ich bin, oder nicht ankommen. Und das nicht im Sinne von Betteln, ne, ne? Mm. sondern es ist einfach nur so. Erzähl deine Geschichte, die in dir abläuft. Egal, ob da das Ego jetzt rumkotzt oder nicht und da mitkreiert, sonst erzähl deine Geschichte. Was passiert da in dir, wenn du ja so eine Ablehnung hast oder wir können es anders machen, wenn, wenn man sich streitet? Ja, dann sagst du, ah, man hat sich so gekappelt. Und dann ist es natürlich eine gute Öffnung, eine gute Möglichkeit, auf deinen Partner wieder zuzugehen, wenn sich das wieder ein bisschen beruhigt hat. ja Also nicht, während der andere noch voller Wut entbrannt die Wasch Waschmaschine äh, mal datiert indem er die Wäsche reinstopft oder mit dem Geschirr rumklappert, äh, nicht, nicht werfen, aber was ist ja Den laut Säbel oder, oder, oder Schranktüren schlägt oder so, ja. dann ist es wirklich nicht der richtige oder dann ist es ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du merkst, er wendet sich dir wieder zu, ist eine Möglichkeit, jetzt in Kontakt zu drehen und nicht so, oh, wie sage ich es ihm jetzt? Erzähl ihm deine Geschichte. Was passiert in dir? Was ist passiert? Welche Geschichte lief in dir ab? Und das ist ein Verlassen der Komfortzone. Genau. Und die Brücke dazu, die der gute, er heißt Brené Brown, der dieses Zitat von vorhin ähm, geschrieben hat, der nennt diese Brücke eben auch die Geschichte, die ich mir erzähle. Ich möchte dir gerne erzählen, welche Geschichte ich mir gerade erzählt habe in der Situation, was bei mir alles abgelaufen ist. Eben jetzt liebt er mich nicht mehr und ich bin tatsächlich, da wusste ich doch, dass ich zu dick bin und mhm. wenn ich das jetzt machen würde, dann macht er das, also sei doch lieber leise und eigentlich bist du sowieso dumm und, äh, und genau das erzähle ich mir gerade und das möchte ich dir, möchte ich mit dir teilen und dadurch kannst du es wieder öffnen. Deswegen diese Brücke, sich verletzlich zu zeigen, mhm. indem ich dir erzähle, was ich mir gerade erzähle, ist ein ganz, ganz toller Weg, finde ich, finden wir, sich aus dieser Komfortzone, aus diesem festgestampften, eingezäunten Bereich rauszubewegen, um die Beziehung wieder ein Stückchen wachsen zu lassen. Und so wie du dich veränderst, wie sich jeder von uns sein ganzes Leben lang immer verändert, verändert sich auch die Beziehung. Und ihr wisst, unser Schlüssel dafür ist immer Reden. das Reden. Und auch wenn es sich nach so einer Binsenweisheit anhört und die man schon ganz oft gehört hat, aber es ist letztendlich. Mit dem Reden zeige ich mich verletzlich. Mit dem Miteinander reden, die erzählen, wie es mir geht. Das ist die, der größte Vertrauensbeweis, den ich meinem Partner gegenüber äh, bringen kann, weil ich ihm dann vertraue, dass er mich mit diesen Gefühlen, die ich für mich selber habe, so unvollkommen wie ich mich selber fühle, trotzdem oder gerade deswegen, wie auch immer, lieben kann. Und der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, dass sich deine Beziehung verändert, wenn du drüber redest, wie es dir geht, was da passiert. Weil wenn du nicht drüber redest, wenn du dich zurückziehst, und das machen wir ja auch manchmal, auch das ist völlig normal, sich ab und zu mal zurückzuziehen. Und dann aber zu sagen, wie wir es vorhatten, wieder rauszugehen, auf den anderen Partner zuzugehen, mhm. sich verletzlich zeigen, ganz bewusst aus dieser Komfortzone raus, dann kann sich deine, deine Beziehung verändern, dann kann dann kann sich es wieder öffnen, weil wenn ein Partner immer Rätseln muss oder, oder gar allein gelassen wird damit, das ist das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Das ist der Anfang vom Ende, weil dann findet innerlicher Rückzug zu, statt und keine Bewegung, kein Miteinander. Und wir leben ja in dieser Veränderung. Wir sind in der Beziehung mit dem Partner und leben dadurch diese Veränderung auch in der Beziehung. Also wir leben du der Welt, gesagt, die sich toll gesagt. Unsere Sexualität ist ist mit, mit 16, mit 18, mit 20 eine andere als mit, mit 50, mit 60, mit 70. Aber es wäre doch falsch, immer um zu sagen: Ja, das muss doch immer gleich sein. Aber alles andere verändert, <laughs> unsere Haut verändert sich, das Verhalten verändert sich, die Stimme verändert sich. Wir wohnen anders. Also was auch auch das auch immer. Äußere, ja. Aber nein, Sexualität. Oder Beziehung? Oder Beziehung bleibt immer gleich. Nein, die bleibt überhaupt nicht gleich. Auch wenn es das Ego dann hat, Bitte, das ist das Verlässliche, was ich habe. Nein, erlaubt doch deiner Beziehung, dass sie sich anpasst. An dem, wie alt du bist und wie du dich veränderst. Dem ist nichts hinzuzufügen. Punkt. Also, da können wir noch mindestens zwei Folgen dazu machen, zum Schauen Thema mal. Veränderung. Mal mhm. sehen, was dazu noch kommt. Deswegen, vielleicht mag der eine oder die andere von euch über diese Brücke gehen und deinem Partner mal erzählen: Das ist die Geschichte, die ich mir gerade erzähle. Die möchte ich gern mit dir teilen. Dabei wünschen wir euch. Mut, Vertrauen und Geduld. Mhm. Das und, ist, ja. Dass du es trotzdem noch mal probierst, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht so klappt. Denn auch das ist etwas, was was mit Veränderung zu tun hat. Die klappt nicht immer auf einmal. Nein. In diesem Sinne, habe ich das gerade schon gesagt, in diesem Sinne. Auch das ja, darf auf die Stichliste. Strichlisten. <laughs> Alles Liebe, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.